Könnt ihr dann auch noch eine Unterschrift drauf kriegen? Ja, eins ist natürlich, kann ich auch nicht mal kurz erwähnen. GTA 4 und Episode from Liberty City für die PlayStation zum Verlosen. So sieht's aus. Und einmal GTA 4, aber nur GTA 4 ohne Liberty City, ohne Story from Liberty City sozusagen. Und zwar als PC noch. Die zwei habe ich zur Verfügung. Und ich überlege mir, wie ich dieses Gewinnspiel mache. Wenn ihr wollt, gibt es sogar noch eine Unterschrift drauf. Ja. Ist null Problem und so, du weißt. Also mit Autogramm meine ich natürlich. Aber ich weiß noch nicht, wie ich es machen will, dieses Gewinnspiel. Ich habe weder eine Inspiration noch sonstiges. Vielleicht, ich glaube, wenn ich so ein Community-Event mache, denn ich habe so eine Idee, vielleicht wenn ich so ein Community-Event wirklich mache, wo wir gemeinsam ein Game zocken und der Gewinner bekommt dann eins von den beiden. Er kann sich dann aussuchen, ob er die PC-Version haben möchte oder die PlayStation 3-Version. Das könnten wir machen, genau. Muss man das handhaben. Irgendwie so. Ah, jetzt stellt sich wieder die Frage, was als Community-Event nehmen. Was die meisten haben, natürlich. Muss auch noch sein. Muss man auch so bedenken. Nicht jeder hat zum Beispiel Minecraft oder Battlefield oder keine Ahnung was. Also wie gesagt, übrigens, wer Minecraft wirklich zocken will, aber bei gecrackter Version ist, Leute, gebt euch einen Ruck, unterstützt die Entwickler, weil ihr habt selber Spaß an dem Spiel und wenn ihr selber Spaß an dem Spiel habt, dann unterstützt sie wenigstens mit 20 Euro für dieses Minecraft. Und das habt ihr natürlich lebenslang und dann seid ihr bringen könnt auf jeden Server. So als kleine Randinfo nochmal. Geil. Ich bin voll glücklich. Wir haben es geschafft. Yeah. Mega geil. Am Anfang übrigens werde ich ein bisschen unter Druck sein mit den Videos, aber das dürfte sich eine Schnauzeköter. Mann, jetzt habe ich mich wieder weggebaut. Mann. Es ist verboten, toten Kojoten die Hoden am Boden zu verknoten. Nee, wie war das? Es ist verboten, einem untoten Kojoten die Hoden am Boden zu verknoten. So geht das. So, wir haben es geschafft, Freunde. Ich würde mal sagen, sieht geil aus. Nicht, ne? Nee. Sieht nicht geil aus. Doch, sieht geil aus. Doch. Sieht geil aus. Das hier so krüppelig und da unten so schön. Naja. Ich muss mal auch so eine Farming-Session machen. Da bin ich durchgehend in der Höhle. Muss ich mal so machen. Durchgehend mal farmen. Und ja,
Ich wette mal, danach bin ich mal ein paar Stacks Erze reicher, wa? Oder halt ein paar Tode mehr habe ich dann. Das steht natürlich noch in den Sternen. Ihr könnt mir noch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Format True or False gefällt. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei beim Aufnehmen. Also das nochmal kurz erwähnt, ja, so. Super, da ist mein Handy auf den Boden gefallen. Hammer geil. Mein iPhone 6 Plus. Ich bin davon relativ begeistert, aber ein Negativeffekt natürlich. Man muss übertriebenst darauf eigentlich aufpassen, dass es sich nicht verbiegt. Das heißt, nicht in der Arschtasche tragen oder sonstiges. Denn ansonsten habt ihr bald kein iPhone 6 Plus mehr für die User, die eins haben, sondern nur noch ein iPhone 6. Warte. Nur noch ein iPhone 6 zerbogen. Das ist gar nichts mehr wert. Nur noch Kacke. Oh, so hat sie wieder rangerichtet. Perfekt. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt noch weiter machen könnte. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar keinen Plan gerade. Oh, Mann, dieses verkackte Drecks-Headset, ne? Boah, es fuckt mich gerade so übertriebenst wieder mal ab. Ich habe manchmal so die Tage, du weißt dann. Nee, das Headset, das ist jetzt überhaupt nicht passend. So, jetzt. So, warte, Mikrofon ist wieder okay. So. Boah, bei uns war heute so eine Riesenhitze, ja. Übrigens, das noch. Eine Mega-Hitze war es diesmal. Also, es ist schon echt krass gewesen, muss ich sagen. Die Hitze, also, hat schon in sich gehabt. So. Ja, geil. Häng dich auf. Like ich auf Facebook. Häng dich auf, like ich bei Facebook. Oh, ist das, Alter. Huh. Oje, das war jetzt gerade sehr, sehr. Oh. Ja. Sehr grenzwertig. Häng dich auf. Ich like bei Facebook, du weißt. Läuft. Ja, ich weiß nicht jetzt so, inwiefern ich jetzt hier weiter bauen soll. Ich bin gerade sehr, sehr ideenlos. Ich überlege jetzt gerade so, was könnte ich noch als nächstes machen, ne? Ich wollte mir auch so ein Rode RTN1A zulegen. Oder ein Rode Broadcast. Oder Podcast. Oder wie man es ausspricht. Sonst wollte ich mir noch zulegen zu Weihnachten. Ab Weihnachten. Wenn ich mich für eins entschieden habe, werdet ihr es auf jeden Fall merken. Auf jeden Fall. Ja, übrigens, den Rap habe ich aufgenommen bei einem Kumpel im Tonstudio. Also nicht wundern. Jetzt schwirrt hier eine Fliege rum. Yeah. Geil. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll, ey. Meine Fresse. Scheiße. Ich bin.
gerade mega komplex verwirrt. Verwürzt. Alter, verwürzt. So. Ja, ungefähr war. Ja, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, wenn man sogar, wenn man hochhüpft, den Ausblick. Hier wollte ich ja so eine Terrasse hinbauen. Das lasse ich mal jetzt hier noch so offen im Raume stehen. Haha. So, ja, ganz pfiffiger bin ich. Läuft und hier eine schöne Glasfront. Oh yeah, das sieht mal mega geil aus. Bam. Mega nice. Man sieht hier kaum was, Alter. Deswegen kommt ja jetzt hier auf die Terrasse. Yeah. Obwohl, das lasse ich so. Zur Grenzung. Hier ist so das Grundwerk. So. Passt. Und dann geht's hier raus. Und dann gibt es hier eine schöne. Yeah, auf jeden Fall. Wird es hier auch wenigstens vorangehen? Gehen. Es geht hier wenigstens auch voran. Bäh, bäh. Oh Mann, ey. Zu viel Gelaber, zu viel Gelaber. Zu viel Bullshit. Ach ja. Was habe ich noch so die Woche getrieben? Ich weiß es nicht. Nichts Interessantes. Es gibt wirklich nichts Interessantes, ey. Krass. Was es sowas mal gibt. Ja doch, meine Schwester hatte Geburtstag. Doch, doch. Sie wurde 28. Falls du mal zufällig dieses Video hier sehen solltest, falls ich dich zwinge, das Video zu sehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zum Geburtstag, obwohl ich dir es persönlich auch gesagt habe, aber trotzdem doppelt hält besser. Alles Gute nachträglich, Schwesterherz. Ja. Irgendwas Neues. Ich weiß. Also momentan so privat am Zocken, genau. Was zocke ich so privat momentan? Ich zocke momentan eigentlich am meisten privat GTA 5. Ich bin momentan wieder auf dem GTA-Trip und zocke momentan wie bescheuert GTA 5. Natürlich hätte ich das alles aufnehmen können. Wollte ich auch eigentlich, aber kann ich immer noch nicht. Ich müsste dafür die PlayStation von meinem Kumpel ausleihen, aber ich weiß nicht. Also, ja, ich versuche mein Bestes. Entweder leihe ich mir aus die PlayStation von ihm, weil er hat irgendwie so was getuned oder so, dass man das aufnehmen kann. Und wenn nicht, versuche ich mir so schnell es wie geht den Adapter zu besorgen und dann geht's los, ey. Dann habe ich mein drittes Projekt. Oh ja. Zu den Thumbnails. Ich werde nicht immer ein Thumbnail, wird nicht immer dabei sein, wegen GIMP. Denn am Anfang hatte ich meine Thumbnails ja mit Photoshop CC gemacht. War ich auch sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Habe ich direkt gecheckt, wie es geht und so. Und bei GIMP ist es so, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich es verstanden habe, wie es geht. Aber ich habe es dann verstanden halt.
Das Problem bei GIMP ist jetzt diese Dateien. Als Thumbnail darfst du Dateien nehmen, die maximal 2 MB groß sind. Bilddateien. Und die